kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen, wir nehmen an. So schaut's aus. Hier ist schon mal der verfluchte Spiegel. Also wer möchte, kann fotografieren. Nee, hau mir mit dem Spiegel ab. Nee, nee. Du sollst nur fotografieren. Nee. Sehr schön. Pass mal was an. Mach mal Tachi Tachi. Pass an, war ein Jennervogel. Machst du was? Bitte. Bin ich schon da? Ja. Na, endlich. Wird ja auch Zeit. Aber so was von hier. So viel Stress? Stress. Ja, wer hat denn von uns hier am wenigsten Zeit? Das bist doch du, Riolein. Ja. Also. Ich hab nichts dafür. Ja. Oh Gott. Irgendwas geht hier gerade schief. Kann das sein? Nee. Nicht wirklich. Ich hab's. Bitte? Auf vertrauliche gelassen. Dann wär doch glücklich damit. Stimmt, Kuh und Huhn haben wir schon genannt. Wie wär's mit Ochs und Stier? Nee, das gibt kein Bier. Was? Aha, Strom ist an. Und er rennt weg. Und tschüss. EMF3 da hinten in der Ecke. Oh Gott! Was? Du Ulle, schrapp Nulle, du. Rutsch mal Rinder. Ich bin da schon drin. Ich mein Rio. Ach so. Weil direkt vor mir stehen geblieben ist. Rutsch mal Rinder. Rutsch mal Rinder. Rutsch mal Rinder. Marinda. Was sagt denn unsere Sanity? Pudere ihm mal den Arsch. Ja, garantiert, das kann ich schon brav selber pudern. Fußabdrücke. Ja, also eine zumindest. Ricola. Jawohl. Die Nachbarn sollen mich nehmen. Nein, du bist nicht zur Adoption freigegeben, vergiss es. Wir beide könnten eigentlich auch mit Tabletten vertragen. Räuchertabletten werden überbewertet. Ja. Die Räuchertabletten? Die hat gerade Räuchertabletten. Besser schmecken. Ihr sagt, die Tabletten werden überbewertet. Nein, du hast gesagt, die Räuchertabletten. Echt jetzt? Hand. Oh, ja. Willst du die Zähne putzen, Meister? Wo sind sie? Guck. Meister, Lampe hat doch keine Zähne mehr. Ja, aber das Zahnfleisch muss doch auch massiert werden. Ah, da ist er. Vom Bett kommt er runter. Sag mal, hat Ihnen Ihre Mutter nicht beigebracht, dass man mit den Straßenschuhen nicht aufs Bett steigt, junger Mann? Komm, ich hab eine Elektro. Ja, ich auch. Ja, komm her. Genau. Komm her, lass das Zahnfleisch massieren. Komm her. Ey, der Typ hat keine Manieren hier. Wahnsinn. Nö, mit dreckigen Stiefeln einfach über der Hand vorbei. Wie gesagt, da hatte ich als erstes EMF. EMF! Okay, wir haben MMF. Fängt ja gut an. EMF wird ausgetauscht gegen MMF. Ja, ein schöner Hintern. Wer auch immer gerade sein Hintern in die Kamera auf den Schreibtisch hält. Das ist nein, das ist von vorne auch nicht besser. Also ihr habt jetzt immer die Dots rausgestrichen und bleiben genau. Ja, nochmal bitte langsam. Wir waren im Irrenhaus. Herzlich willkommen in meinem Haus. Ich lade dich zu mir ein. Ich komme hier nicht mehr raus. Was? Okay. Wird nicht schlimmer, oder? Aber. Egal, was du nimmst, gib mir was ab davon. Ja. Würde ich gern. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Oh je. Jetzt los. Dann wird die am Kruzifix nagelt werden und gereichert und verjagt werden, die Judifrau. Also zweimal Räucherstäbchen in den Popo? Ja, einmal in den Popo und einmal nur den Raum damit verschönern. Wie alt bist du? Fragst du mit dem Thermometer? Nein, er hat eine Rauschebox. Ja. Ach, jetzt auf einmal. So verloren bin ich dann auch wieder nicht. Bist du hier? Die Aussage verweigere ich jetzt ohne meinen Anwalt. Alter Schwede, weg vom Mikrofon damit! Mädel! Oh, meine Ohren! Entschuldigung! Alter Schwede, das fetzt einen das Gehör weg. So richtig voll ein Brust. Jemand angeschlutzt, ey.
Oh Gott, ist mir scheiße. So, möchte... möchte noch jemand mitspielen? Kommen Sie ran, Sie werden beschissen wie nebenan oder so ähnlich. Obwohl, nebenan, was habe ich denn nebenan? Ich habe nicht viel nebenan. Frier, ihr habt 0,6. Hast du zugemacht? Minus sogar. Ja, das war ich. Was? Hä? Dann haben wir Boxen und geh früher. Dani, überfordere mich nicht. Box, Gefriertür, was? Hä? Was? Hilfe! Blasehase. Blasehase, genau. Und Blasehase. Blasehase, da. Ah, kannst du mal. Na. Danke. Ja, komm, ah, Katzes. Die Katzes auch. Hab's gleich. Wieso habe ich jetzt die Kamera weggeworfen? Oh, hi. Weil du Rio bist. Ich weiß. Dani, gut geantwortet. Ja. Doofe Frage, doofe Antwort, ist doch logisch. Hasilem, was soll ich sagen? In 2 Jahren habe ich die 4 von den Dotten und jetzt kommst du. Ich dachte, du bist älter. Du, Dani, das mit Altes hat man nicht mit 24. Dani. Yeah. Dani. Ich habe einen kleinen Rotzläffchen gekehrt. Jai, sowas sagt man so eine Dame nicht. Und du bist noch älter, ja danke. Ich übernehme die Stellung von der Eissturm, solange der nicht da ist. Mach ich seine Arbeit. Nur der ist bei der Lilia gerade am Schnüffeln. Ja, ich weiß. Der Schnüffeln. Das klang jetzt gerade so falsch, egal. Ich wollte gerade sagen. Mach nix. Die benutzen meistens Items drin, die wir benutzen müssen, oder Geistinteraktionen. Reinigen den Bereich und weiter, das erklären wir dann später. Dann drehen wir uns einmal um. Ja, darauf habe ich schon gewartet. Auf dieser Rückwand jetzt haben wir ganz hier bekloppt. Bist du doof? Ja. 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 Kannst rauskommen. Und lass dich nicht töten. Jawohl, was ist hier passiert? Dani! Die Putzfrau war da. Nein, nicht das Reinigungskommando. Die Räumungsflagge ist raus. Die Entrümmungsgruppe war da. Klingt immer auch besser, ja, als ich habe die Kurs gegeben. Ja. Ich hab dir Scheiße rübergereicht. Warte! Ja, wow. Bitte eine Portion ungenießbare Schokolade. Ja, was? Sag jetzt lieber nicht, dass man Kindermädchen brauche. Ups, jetzt habe ich doch gesagt. Wenn ich so nach einem Kindermädchen gefragt hätte, warum nicht? Juhu! Dann überlege, ob ich es sage oder ob ich es nicht sage. Ja, dumm gelaufen, dass es dir schon rausgerutscht ist. Stellt sich nur die Frage, auf welches Kind ich aufpassen soll, ne? Was das da? Sorry, ob der doof ist. Die Frage beantwortet sich von alleine. Naja. Und wir haben den Spiegel. Hurra. Nein, du schaust nicht rein. Da redet der Richtige. Du auch nicht. Richtig. Na? Du lässt ihn trotzdem aus den Fingern. Huch. Sag ich, er stellt sich nur die Frage, auf welches Kind soll ich jetzt eher aufpassen? Auf dich oder auf Stürmchen? Ich bin brav. Will ich da auch geraten Flug, haben? Flug irgendwas. Ja, nein. Die ist da hinten in der Ecke. Hä? Das ist doch ein Foto, du hast doch ein Spiegel fotografiert. Die war hier, an der Treppe. Hier an der Treppe und da hinten ist EMF ausgeschlagen? Hä? Wo bist du? Hier. Was willst du? Ein Dot hinlegen. Oh. Ah, das war mein Knie. Ich würde mal behaupten, das war eher Karma. Ja. Wie alt bist du? Bist du hier? Wir haben Boxen. Lass mich raus. Taschenlampe? Nimm mal mit. Nee, bleib drin. Nö, bin draußen. Ach, Benno. Hörmchen, die will mich da lassen. Die Böse. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Hilfe, das fängt ja gut an. Du wolltest mich dabei haben, also. Hör auf, dich zu beschweren. Bin gleich wieder da.
Aber Vorsicht vor Tisch und Türkanten, ne? Du bist gemein. Nö, ich bin nur ich. Aber bitte dann mit Vorankündigung, weil dann gehen die vorher raus. Okay, dann mach ich mein Brett, Verstecken spielen, dann sind alle tot. Dann kriegst du die Schelle deines Lebens, mein Freund. Das garantiere ich dir. Okay, ich bin drauf. Geht doch. Juhu. Weil wir auch draußen waren, deswegen. Endlich sind wir die Kiddies los, ne? Hallöchen, Dogos. Das kannst du laut sagen, ja. Appa, 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 appa. Geh spielen und halt die Klappe. Okay. Du wolltest ein Kindermädchen haben, jetzt horch euch, also hör das Jammern auf. Wie alt bist du? Weil die zwei Herrschaften da anderen durch den Dort rennen. Und ihr zwei seid keine Kopf. Ich hocke eine Zeit hin auf dem Platz. Und Kruzi hat einen Hack da an. Ja, das wo dem Kruzi ist nicht so. Ich wollte gerade sagen, Rio, wenn du jetzt meinst, mir die Sicht verspannen zu müssen, dann kriegst du Hausarrest. Das garantiere ich dir. Ha, versucht der immer wieder, siehst du? Ja, freilich, da legt einer drauf an. Einmal das Ding kommt sofort, aber erst kommt es ohne zu wissen. Und zwar, US-amerikanische Wissenschaftler haben einen neuen Virus entdeckt, der Menschen verblöden lässt. Wo hast denn du dir den eingefangen, bitte? Vielleicht hat sie sich gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf die Dunkelheit. Ich lasse Licht in mein totes Leben.